In der österreichischen Verfassung gibt es ja einen Artikel, der den Anschluss verbietet. Sie haben einen Antrag gestellt, diesen Verfassungsartikel zu streichen. Na. Doch. Na. Doch. Wo nehmen Sie denn das jetzt wieder her? In den 50er Jahren kommt von Ihnen... Bitte, ich bin erst 1950 geboren, da konnte ich noch nicht im Parlament sein. Ja, da kann ich nichts für, dass Sie so jung sind. Nein, erinnern Sie sich doch mal, wenn Sie so jung sind, müssen Sie doch erinnern. Ich habe es nachgelesen. Okay, dann sagen Sie, es kommt auch nicht von Ihnen. Nein, das ist ja wahnsinnig schwer zu diskutieren. Wenn man Dinge nachliest, der Haider hat den Antrag gestellt, den Artikel aus der österreichischen Verfassung zu streichen, dass der Anschluss verboten ist. Nein, absolut nicht. Wo haben Sie es denn gelesen? Wo? Zitieren Sie das, Herr Böhme. Sie argumentieren ja auch etwas merkwürdig. Also, Haider sagt, es geht in den Anschluss. Haben wir das? Wir haben keine Ahnung. Ich lege Wert darauf, dass nie ein freiheitlicher Politiker eine derartige Initiative gesetzt hat. Das ist, glaube ich, auch wirklich nicht das Thema. Herr Böhme, darf man auch mal an Herrn Dube was fragen? Das wird, das wird sonst alles so, verstehen Sie, ein bisschen oder die Heide befragen. Na ja, gut. Er war Kollege.